Berechne d und n einer arithmetischen Folge, wenn t 1, 3 ist, tn 98 ist und sn 1010 ist. Da es sich hier um eine arithmetische Zahlenfolge handelt, haben wir diese Formel zur Verfügung. Wir wissen auch, dass das erste Glied der Folge 3 ist, das n-te Glied der Folge 98 ist und die Summe der n ersten Glieder der Folge 1010 ist. Wir werden zuerst die Zahl n berechnen und das durch diese Summenformel. In dieser Formel können wir Sn durch 1010 ersetzen, T1 durch 3 ersetzen und Tn durch 98 ersetzen. Somit führt das zu dieser Gleichung mit unbekannter n. Und diese Gleichung hat als Lösung n gleich 20. Jetzt werden wir noch d berechnen durch diese Formel. In dieser Formel ersetzen wir Tn durch 98, T1 durch 3 und n durch die gerade gefundene Zahl 20. Somit führt diese Formel zu dieser Gleichung mit unbekannter d. Die 3 setzen wir links rüber, dann haben wir links 98 minus 3, also 95. Und dann teilen wir noch durch 90. Somit haben wir herausgefunden, dass d 95 Neunzehntel sein muss, das heißt 5. Und somit ist diese Aufgabe beendet.